Servus Leute und willkommen zurück zu Let's Play Final Fantasy 7. Beim letzten Part habe ich ja das gesunkene Schiff Gelnica aufgesucht und danach war ich in Wutai, um die vierte Limit-Technik für Yuffie zu bekommen. Und in der Story geht es jetzt weiter hier in Rocket Town. Wen habe ich jetzt im Team dabei? Cloud, Tifa und Sid. Und jetzt geht's hier los. Hier sind ein paar Shinra-Leute, die fummeln mit der Rakete rum. Ist alles in Ordnung mit meiner Rakete? Ich glaube schon. Machen wir es auf zur Rakete. Die Terroristen sind hier. Hey, wir sind doch keine Terroristen. Wir kämpfen für den Planeten, aber wir sind keine Terroristen. Sie machen ja so gut wie keinen Schaden. So, einen Zauberatem hinterher und das war's mit dem kleinen Soldat. Lass sie keinen Schritt weiter, alle zum Angriff! Ah, diese Shinra-Soldaten haben ja nichts drauf. Sind nach einem Angriff schon tot. Ach, du gehst nirgendwo hin. Das werden wir schon sehen. Ein Zauberatem sollte hier reichen. Cloud kontert einfach alles. Das ist wunderschön. Ja, und dieser Kampf ist auch ganz, ganz einfach gewesen. Verdammt, was haben die bloß mit meiner Rakete vor? Ich muss raus hier, Cloud. Schmeiß diese verdammten Shinra aus meiner Rakete raus. Du schon wieder? Wir werden jeden beseitigen, der sich Shinra in den Weg stellt. Okay, Root. Ah, diese Soldaten sind lästig, wenn sie hier meine Charaktere schlafen lassen. So, jetzt erstmal Root ausrauben. Nämlich kann man hier auch einen Zittrich stehlen. Cloud kontert eh einfach alles. Wunderschön hier mit der Gegenangriff-Materie. Sie haben uns. Thank you.
Das hier ist der Zittrich. Hat ziemlich gute Verteidigung, Zauberverteidigung. Und reduziert den halben Schaden bei Zaubersprüchen. Allerdings kein Slot für Materia. Aber kann schon ziemlich praktisch sein gegen schwere Kämpfe. Und jetzt geht's weiter rein in die Rakete. Du, warum bist du hier? Wood von den Turks sollte hier sein. Pech, die sind da drüben. Oh Mann, wenn man die Turks so reinlegt. Aber ich lass dich nicht durch. Der glaubt wirklich, er kann uns aufhalten. Wie süß. Hat aber nicht viel ausgehalten. Hey, was zum Teufel macht ihr hier? Hey, gerade als ich gedacht habe, es ginge los, da kommst du zurück, Kapitän. Hör mir zu, Kapitän, wir werden diese Rakete starten. Hä, was redet ihr da? Wir werden eine Materiabombe laden und den Meteor in die Luft jagen. Unsere Rakete wird den Planeten retten. Ah, Mann, das ist so cool. Moment mal. Halt den Mund und sei still. Wie sieht's mit der Rakete aus? Ziemlich okay, aber wir wollten sie mit dem Autopilot in den Meteor steuern, aber das wichtigste Teil ist kaputt. Kaputt? Wie sieht's mit der Reparatur aus? Scherer macht das. Na klasse, ihr seid wirklich tolle Hechte. Sie wird 100 Jahre brauchen. Ich übernehme. Macht euch keine Sorgen um den Autopiloten. Na mach schon, na los, erzähl's allen. Okay, Kapitän, viel Glück. Hey, Sid, was machst du da? In der Materie stecken Generationen von Erkenntnissen und Weisheit. Wir werden uns diese auslernen und den Planeten vor Sephiroth retten. Wir dürfen auf keinen Fall die große Materie verlieren. Hast du verstanden? Ja, verstehe. Ich weiß, dass die Materie wertvoll ist. Und ich verstehe auch, was du denkst. Aber hör mal, mir ist es scheißegal, ob es Wissenschaft oder Zauber ist. Nein, wenn ich die Wahl hätte, würde ich lieber auf die Wissenschaft setzen. Menschen, die sich nur auf dem Boden fortbewegen, können jetzt fliegen. Und nun gehört uns auch der Weltraum. Die Wissenschaft ist eine von Menschen entwickelte Macht. Und vielleicht ist sie es, die den Planeten retten kann. Dank der Wissenschaft hatte ich mein Auskommen. Für mich gibt es daher nichts Besseres. Jetzt hör endlich auf damit, dich zu fragen, was Shinra machen wird. Ich möchte später nicht bereuen müssen, nichts getan zu haben. Aber seht! Halt's Maul, ich will nichts mehr hören. Also gut, an die Arbeit. Alle, die nichts zu tun haben, raus hier. Was zum Teufel? Was ist passiert? Hey! Palmer, was zum Teufel hast du gemacht? Sie haben gesagt, dass sie den Autopiloten repariert hätten. Na, habe ich sie gestartet. Verdammt, Scherer, warum ist sie ausgerechnet heute mal schnell? Verdammt, gibt kein bisschen nach, total blockiert. Hehehe, beinahe, Start. Was zum... kein Countdown? Ohne ist es irgendwie nicht dasselbe. Hehe, Abschuss. Ich hab's endlich geschafft. Der Weltraum.
Lass mal sehen, wie ist der Kurs programmiert? Ja, wir fliegen Richtung Meteor. Können wir nichts tun, wenn wir... Diese verdammte Palma hat alles getan, um den Autopiloten zu sperren. Wir können wahrscheinlich den Kurs nicht ändern. Ist das das Ende? Hey, was sagst du da? Du bist noch so jung und gibst du einfach auf? Ich werde nicht in den Meteor rauschen. Wart's nur ab. Ich habe einen Notmechanismus in der Rakete für genau diese Art Notfall. Ich habe den Verriegelungscode des Notmechanismus entschlüsselt. Wir hauen ab, bevor wir mit dem Meteor kollidieren. Hey, und was ist mit der großen Materie? Macht damit, was ihr wollt. Die Materie müsste da oben sein, wenn ihr die Leiter hochsteigt. Sicher? Weiß nicht. Aber ich weiß, was ich hier vor einer Minute gesagt habe. Vielleicht wollte ich einfach nur ins Weltall. Warum macht ihr denn nicht alle einfach, was ihr für richtig haltet? Okay, dann gehen wir mal hier rauf. Und werden uns die große Materie schnappen. Wir haben endlich die große Materie gefunden. Es ist so aufgebaut, dass die Verriegelung geöffnet wird, wenn wir den Zugangscode an diesen Steuerpult eingeben. Eingabe versuchen, auf jeden Fall. Hey Cloud, du weißt, wie das funktioniert, oder? Wenn die Meldung erscheint, Zugangscode eingeben, Kreis, X, Dreieck oder Viereck drücken. Wenn du den richtigen Code eingibst, öffnet sich der Riegel und du bekommst die große Materie. In welcher Reihenfolge soll ich den Code eingeben? Ich weiß nicht, versuche einfach nach Zufallsprinzip. Zugangscode bestätigt. Benutzer ist zugangsberechtigt. Entriegelt. Ja, nämlich ist der richtige Code hier Kreis Viereck XX. Wow, nicht schlecht. Du hast den Zugangscode beim ersten Mal gefunden. Du musst den Code gekannt haben. Ansonsten ist es unmöglich. Und jetzt haben wir hier die vierte große Materie gekriegt. Jetzt sollten wir uns schnell aus dem Staub machen hier. Bevor wir in den Meteor reinrauschen. Verdammt, mein Bein steckt in den Trümmern fest. Seht. Ich kann nicht, zu schwer. Ich kann es nicht hochheben. Kümmert dich nicht um mich. Los, schnell, verschwinde. Wenn du dich nicht beeilst, wird die Rakete in den Meteor hineinkrachen. Ich kann meine Freunde nicht zurücklassen. Du hast keine Zeit, dich um andere zu kümmern. Ich werde tun, was ich kann. Du bist bescheuert. Du bist wirklich absolut bescheuert. Tank 8 ist explodiert. Tank 8 hat also wirklich nicht richtig funktioniert. Scherer, du hast recht gehabt. Aber mit mir ist es aus. Sag das nicht, Sid. Hey, Scherer. Ich bin hinterhergekommen. Ich will euch helfen. Du Blöde. Tut mir leid. Zum Notmechanismus geht's hier entlang. Beeil dich.
Ich sitze jetzt dabei. Sieht aus, ne? Ja. Schnell, ich werde den Notnehmmechanismus ausklinken. Hey, Scherer, fliegt diese Kiste auch wirklich? Ich denke schon. Ich habe ihn überprüft. Ah, da bin ich erleichtert. Danke. So, wir sind nun in dieser Rettungskapsel. Das ist also der Weltraum. Mann, es ist wirklich wahr. Ich bin hier im Weltraum. Bis dann, Shinra 26. So, die Rakete nimmt hier nun Kurs auf den Meteor. Doch, der Meteor ist noch immer da. Der Meteor wurde hier zwar verletzt, jedoch seht ihr ja, was hier passiert. Er besteht noch immer, der Meteor, er konnte nicht zerstört werden. Ganz egal, ob man jetzt alle vier großen Materie bekommt oder nicht, der Meteor wird einfach nicht zerstört. Also das hat nichts damit zu tun, dass wir jetzt die vier großen Materie gestohlen haben, sondern man kann den Meteor einfach nicht zerstören, auch wenn man die Materie nicht bekommt. Der Plan von Rufus war ein Reinfall. Was für eine Pleite. Ich hoffte, es würde klappen. Wir haben es ihnen so schwer wie möglich gemacht. Aber es ging nicht anders. Ob das ein Fehler war? Das beunruhigt dich, stimmt's? Mach dir keinen Kopf. Denk lieber nach. Hey, die Frau hat recht. Du machst dir zu viele Sorgen. Alles bricht zusammen und wird nur noch schlimmer. Klingt sehr optimistisch. Hast du eine Idee? Ich habe über vieles nachgedacht, als ich von da oben den Planeten betrachtete. Sogar dann, als wir im Meer in der Rettungskapsel trieben. Ich habe auch nachgedacht über das All, den Planeten, den Ozean. So groß und so weit, wohin ich auch gehe, was ich auch tue. Ändern wird das nichts. Vielleicht hast du recht. Aber dann hatte ich einen Gedanken. Ich dachte immer, dieser Planet sei so riesig. Aber aus dem All sah ich, wie klein er ist. Ganz alleine in der Finsternis und so hilflos. Und im Inneren Sephiroth, der wie eine Krankheit an ihm nagt. Ich meine, dieser Planet ist wie ein Kind. Ein Kind, krank und ängstlich und so verloren im All. Jemand muss ihn beschützen. Dieser jemand, das sind wir. Sid, das ist wundervoll. Ja, Sid, sogar ich hab's kapiert.
Was tun wir jetzt? Wie können wir den Planeten vor dem Meteor beschützen? Darüber denke ich immer noch nach. Ja. Hä? Hast du das gehört? Ein Schrei? Des Meteors? Oder des Planeten? Hey, wie können wir denn wissen, dass es wirklich der Schrei des Planeten ist? Habt ihr denn vergessen? Buggenhagen hat es uns erklärt. Buggenhagen. Besuchen wir Opa, auf nach Cosmo Canyon. Er kann uns sicher etwas sagen, das uns weiterhilft. Okay, unser nächstes Ziel steht also fest. Wir müssen zum Cosmo Canyon. Und mein Schokobo lasse ich natürlich nicht zurück. Den nehme ich mit. So, wir sind ja gleich hier beim Cosmo Canyon. Ich muss allerdings hier schon aufsteigen. Und mit meinem Kokobo kann ich rüberlaufen. Jo. Und somit werde ich diesen Part abschließen. Und beim nächsten Part sehen wir dann, was uns der alte Opa von Red zu sagen hat. Also Buggenhagen. Wie dem auch sei, bis zum nächsten Mal, Leute. Macht's gut und ciao.